Es geht heute um ein sehr breites, ein großes, ein sehr wichtiges Thema. Es geht um Migräne. Gemeinsam mit dem Spannungskopfschmerz zählt die Migräne laut Weltgesundheitsorganisation zu den zweit- bzw. dritthäufigsten Erkrankungen überhaupt weltweit. In Österreich ist jeder Zehnte davon betroffen. Ich freue mich, meine Gäste hier zu begrüßen, unsere Gäste. Das ist die Frau Dr. Marion Fiegel. Sie ist Neurologin und arbeitet auch am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Dann haben wir die Frau, Dankeschön, sehr lieb. Dann haben wir die Frau Magister, damit ich den Vornamen richtig, Ulrike Grabmeier, Migränepatientin seit vielen, vielen Jahren, aber nicht nur, sie coacht auch Menschen im Umgang mit Migräne. Und last but not least, der Herr Professor Christian Wöber, er ist Kopfschmerzexperte an der MedUni Wien, AKH Wien. Grüß Gott, herzlich willkommen. Ja, ich muss mich auch noch vorstellen, Sie kennen mich zwar die meisten schon ein bisschen, mein Name ist Gabriele Kuhn, ich bin vom Kurier und beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit Gesundheit. Sutherland, erste Frage, gleich an die Frau Dr. Fiegel. Kopfschmerz ist bekanntlich nicht Kopfschmerz. Es gibt viele Formen von Kopfschmerz. Wie erkennt man, dass es sich um Migräne handelt? Welche Kriterien muss es erfüllen, dass die Diagnose Migräne gerechtfertigt ist? Ja, also die Migräne ist nicht nur Kopfschmerz, sondern es ist ein Symptomkomplex und man spricht von Migräne, wenn es wiederkehrende Attacken sind eines mittleren bis starken Kopfschmerzes. Der Kopfschmerz ist meist pochend, pulsierend und verstärkt sich bei körperlichen Routineaktivitäten oder bei Kopfvorbeugen zum Beispiel. Ist meistens, also er muss begleitet sein, entweder von Licht- und Lärmempfindlichkeit oder von Übelkeit und oder Erbrechen. Die Kopfschmerzen müssen nicht zwangsläufig einseitig sein, also halbseitig sein, sie können auch den ganzen Kopf betreffen. Und es müssen sozusagen zwei von vier Kriterien erfüllt sein, nämlich ein pochender Kopfschmerz, ein mittlerer bis starker Kopfschmerz und Verstärkung durch Routineaktivität und eben begleitet von diesen Zusatzsymptomen. Manche Patienten haben zusätzlich noch vor dem Kopfschmerz eine Aura, das ist dann die Migräne mit Aura. Von der Aura spricht man, wenn es reversible, also vorübergehende neurologische Ausfälle sind. Und hier spricht man mal, also das häufigste sind ist die visuelle Aura, wo es eben zu typischerweise zu Flimmerskotomen kommt, Gesichtsfeldausfällen, die sich dann auch langsam ausbreiten und meist von 5 Minuten bis 60 Minuten andauern. Man scheidet dann mal diese Migräne mit und ohne Aura. Und vom Spannungskopfschmerz abzugrenzen vielleicht, weil das ist oft auch nicht so leicht oder es ist in manchen Fällen gibt es einfach Patienten, die überlappende Symptome haben. Der Spannungskopfschmerz ist ganz grob jetzt gesagt einfach ein leichterer Kopfschmerz, ist eher drückend und verstärkt sich eben nicht bei körperlichen Routineaktivitäten und hat nicht die typischen Begleitsymptome wie bei der Migräne. Womit wird es am meisten verwechselt? Der wichtige Punkt ist, dass wir zwischen Migräne und Spannungskopfschmerz keine scharfe Grenze ziehen können, sondern dass diese beiden Kopfschmerzformen ineinander übergehen. Das ist auch, was viele Betroffene beobachten, die sich am Beginn eines Kopfschmerzes nicht sicher sind, ist es wirklich eine Migräne oder wird es nur ein leichter Kopfschmerz, der von selber wieder abklingt. Es ist nicht selten so, dass Kopfschmerzen, die im Nacken beginnen, beidseits vorhanden sind, für einen Spannungskopfschmerz gehalten werden, obwohl der Kopfschmerz ziemlich einschränkend ist, obwohl der Kopfschmerz mit Licht- und Lärmempfindlichkeit verbunden ist und dann die Diagnose einer Migräne unter Umständen nicht oder erst spät gestellt wird. Und das hat insofern Konsequenzen, als wir Migräneattacken
anders behandeln als Spannungskopfschmerzen, weil wir für Migräne spezielle Mittel haben, die nur bei Migräne, nicht aber beim Spannungskopfschmerz wirken. Und das Um und Auf ist, dass wir im ärztlichen Gespräch eben Ihre Symptome genau erfassen müssen, und je genauer Sie Ihre Beschwerden beschreiben, umso genauer können wir den Kopfschmerz auch zuordnen. Manchmal ist es allein aus der Beschreibung schwierig, und dann ist das Führen eines Kopfschmerztagebuches sehr, sehr hilfreich, wo man dann über einige Wochen hinweg eben genau erkennen kann, welche Art Kopfschmerz ist wie häufig vorhanden. Wie war denn das bei Ihnen? Wann hat es bei Ihnen begonnen einerseits, und wann haben Sie gewusst, aha, das ist Migräne? Also ich habe meinen ersten Migräneanfall im Alter von 3 Jahren gehabt, und wie bei vielen Kindern war das bei mir jetzt nicht mit Kopfschmerzen verbunden, sondern rein mit Übelkeit und stundenlangen Erbrechen. Bei den ersten Arztbesuchen hat man sich deswegen auch auf den Bauch, auf den Magen konzentriert, und insgesamt hat es dann bei mir 15 Jahre gedauert, bis die für mich dann wirklich erlösende Diagnose Migräne mit Aura gestellt worden ist. Erlösend deshalb für mich, weil ich habe jetzt endlich gewusst, was ich habe, und das haben andere auch, und das war dann so für mich auch der erste Weg, wo ich gewusst habe, was kann ich jetzt selber auch machen, um aktiv zu werden. Also bei mir war das meistens so, dass ich am Nachmittag sehr müde geworden bin mit übermäßigen Gähnen, und mich dann meine Eltern gefragt haben, geht's dir gut? Und meine erste Reaktion war immer, ja, passt schon alles. Das heißt, ich habe immer gehofft, es möge irgendwie an mir vorübergehen. Es ist aber nie an mir vorübergegangen. Ich habe in der Kindheit circa jeden 10. Tag einen Migräneanfall gehabt, und erst in der Pubertät sind dann die Kopfschmerzen dazugekommen, was das natürlich für die ganze Familienstruktur, für gemeinsame Ausflüge und bedeutet, glaube ich, brauche ich an der Stelle nicht näher erläutern. Sobald ich dann wirklich circa vor der Maturazeit beim Neurologen war, hat natürlich ein umfassendes Gespräch stattgefunden, und dann ist die Diagnose gestellt worden. Wie häufig ist es an Sie beide, dass das schon in diesem frühen Alter beginnt? Also die Migräne im Kindesalter ist ein häufiges Problem. 10% der Kinder, der älteren Kinder haben bereits Migräne. Bei den Kleinen beginnt so bei 3-4%. Und je älter die Kinder werden, wenn es dann Richtung Jugendalter geht, nähert sich die Häufigkeit der kindlichen Migräne jener bei Erwachsenen, die eben so bei 10-14% liegt. Und was Frau Magister Grabmeier betont hat, ist ganz wichtig, dass eben die Migräne bei Kindern anders oft beginnt. Mit wiederholtem Erbrechen ohne Kopfschmerzen, mit wiederholten Bauchschmerzen ohne Kopfschmerzen. Und dass sich dann erst später das entwickelt, was wir dann als Migräne im engeren Sinn bezeichnen. Und was ein Bestreben ist, nachdem also auch erkannt wurde und akzeptiert wurde, dass auch kleine Kinder Migräne haben können, ist, dass man schon früh mit entsprechenden Therapien beginnt. Das hat meine Frau, die die Kinderkopfschmerzambulanz am AK gegründet hat, Anfang der 90er Jahre begonnen. Professor Weber-Pingel hat die Ambulanz gegründet, und genau eben Patienten wie Sie dann gesehen, die mit ziemlich atypischen Symptomen gekommen sind. Aber der springende Punkt ist, es wird langsam immer mehr akzeptiert und das als Krankheit wahrgenommen und nicht als irgendeine Befindlichkeit. Darauf möchte ich noch zurückkommen. Das ist nämlich ein wichtiger, ganz ein wichtiger Punkt, dass Sie das sagen, eben dieses Akzeptieren. Ich möchte aber vorher noch kurz fragen, ob es eine Prädisposition gibt, also eine genetische Veranlagung. Wenn es die Mutter hat, hat es auch die Tochter oder so. Und also, sind Frauen mehr betroffen? Das würde ich auch gerne wissen. Menschen, die Migräne haben, haben in der Familie oft andere Betroffene ebenso. Und es gibt eine genetische Disposition zur Migräne. Es gibt allerdings nicht, obwohl es unzählige Migräne-Genetikstudien gibt, es gibt nicht bisher eindeutig identifizierte Gene. Es sind wahrscheinlich auch unterschiedliche Gene, die eine Rolle spielen. Es ist wahrscheinlich auch so, dass das, was wir jetzt als Migräne bezeichnen, genetisch
völlig unterschiedliche Grundlagen hat. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in der Migräne hat, der in der Familie andere Betroffene hat, die ist höher als bei jemandem, bei dem in der Familie Migräne nicht vorkommt. Und ein zweiter wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, die Migränehäufigkeit. Frauen sind etwa 2,5 bis 3 Mal häufiger betroffen als Männer und das liegt an den weiblichen Geschlechtshormonen. Es gibt vielfältige Zusammenhänge. Knapp vor der ersten Regel, vor der Menarche, beobachtet man manchmal bei Mädchen, dass es zu einer Häufung von Kopfschmerzen kommt, die zum Teil migräneartig sind. Mit der Menarche wird es dann leichter. Typisch ist auch, viele Frauen haben besonders während der Regelblutung Migräneattacken. Es gibt aber auch positive Auswirkungen. Die Mehrzahl der Frauen haben während einer Schwangerschaft weniger oder viele sogar gar keine Migräneattacken. Allerdings nach der Entbindung, spätestens nach dem Stillen, kommt die Migräne zurück. Und nach dem Wechsel ist die Migränehäufigkeit bei den Frauen dann auch niedriger. All das liegt an den Hormonspiegeln, am Östrogen. Vor dem Einsetzen der Regelblutung fällt der Östrogenspiegel ab. Das löst Migräne aus und bei Frauen, das löst die Menstruation aus und bei Frauen, die Migräne haben, eben auch Migräne. Während der Schwangerschaft gibt es konstant hohe Östrogenspiegel und nach dem Wechsel sind die Östrogenspiegel konstant niedrig. Was für Migränebetroffene ungünstig ist, das ist eben dieser Wechsel. Aber das ist der normale Zyklus, das sind keine Hormonstörungen. Und was genau geht im Gehirn eigentlich vor? Ich weiß nicht, wer das erklären kann, Sie ja, vielleicht, oder Sie, wie Sie mögen. Ja. Migräne ist eine Erkrankung, die ihren Ausgang im Gehirn nimmt. Es gibt bestimmte Gehirnareale, die sozusagen die Migräneentstehung bedingen. Das ist zunächst der Hirnstamm, da hat man schon Anfang der 90er Jahre mit speziellen funktionellen bildgebenden Untersuchungen gesehen, dass es da eine Art Migränegenerator gibt. Dann spielt eine Rolle die Gehirnrinde, speziell im Hinterhauptsbereich, dort ist unser Sehzentrum lokalisiert. Und wenn es dort zu Veränderungen der elektrischen Aktivität der Nervenzellen kommt, dann bedingt das das Auftreten der von Frau Wertzin-Fiegel erwähnten Migräne-Aura. Sehstörungen, die sich langsam entwickeln, die an Größe zunehmen, die sich ausbreiten. Das ist so eine elektrische Welle, die sich am Hinterhauptbereich des Gehirns von hinten nach weiter vorne ausbreitet. Und in jüngeren Untersuchungen hat man gesehen, dass wahrscheinlich auch eine weitere Gehirnregion, der Hypothalamus, eine Rolle spielt. Das ist auch die Region, die unsere innere Uhr steuert, den Schlaf-Wach-Rhythmus zum Beispiel. Es gibt auch in manchen Fällen den Zusammenhang, dass manche in einer bestimmten Schlafphase aufwachen mit einer furchtbaren Migräneattacke. Und diese Impulse aus dem Gehirn führen dann über den Gesichtsnerv, über den Nervus trigeminus, zu einer Entzündungsreaktion in der Hirnhaut. Das ist eine sterile Entzündung, also nicht eine Entzündung wie bei einer Meningitis, bei einer Hirnhautentzündung, aber diese Nervenimpulse lösen eine Entzündungsreaktion in der Hirnhaut aus und die macht dann den Schmerz und all die vielfältigen Migränesymptome, die wir kennen. Und das Wissen um diesen Ablauf, was bei der Migräne an Botenstoffen auch eine Rolle spielt, das hat zur Entwicklung ganz spezieller Medikamente geführt. Vor 25 Jahren war der Zielpunkt der Botenstoff Serotonin und da kamen als erste spezifische Migränemittel die Triptane auf den Markt und jetzt haben wir eine neue Blütezeit der Migränebehandlung, nämlich die vorbeugende Behandlung, die an einen Botenstoff ansetzt, der CGRP heißt. Das steht für Calcitonin Gene Related Peptide und darauf werden wir später am Abend noch zurückkommen. Genau, super, danke schön. Was mich interessiert, das heißt ja oft, ich habe zu viel Rotwein getrunken, ich habe Käse gegessen, das Wetter. Sind das tatsächlich Auslöser?
Ja, also es gibt verschiedenste Auslöser für die Migräne. Der häufigste Auslöser, der genannt wird, sei es von den Patienten, als auch bei Tagebuchstudien, die untersucht wurden, der häufigste Auslöser ist sicher der Stress. Das geben 3/4 aller Patienten an. Und da ist vor allem, kann die Migräneattacke sozusagen in der Stresssituation oder vor einer Stresssituation auftreten, aber auch beim Nachlassen des Stresses, also in der nachfolgenden Entspannungsphase. Und zwar hängt es ein bisschen damit zusammen, dass die Patienten, also Migränebetroffene, haben eine fehlende Habituation auf Reize. Das heißt, genetisch bedingt können Migräne-Gehirne, das hat man dann auch in Studien nachgewiesen, können sozusagen sich nicht an Reize gewöhnen, die negativ sind, lästig, repetitiv, die das Gehirn nicht braucht. Und dadurch kommt sozusagen ungefiltert jeder Reiz herein. Ja, wenn ein Nicht-Migräne-Patient kann sagen, okay, da kommt jetzt dauernd ein Lärm, repetitiv, den brauche ich nicht, den filtere ich aus. Und die Migränepatienten können das nicht. Das heißt, es kommt zu einer ständigen Überreizung und wenn dann noch geänderte Rhythmen im Lebensstil auftreten, sei es jetzt Änderung des Schlaf-Wach-Rhythmus oder von Arbeit auf Urlaub oder sonstige schnelle Änderungen im Alltag oder von gewohnten Lebensweisen, dann kann das sozusagen eine Migräneattacke triggern. Und also so viel zum Stress. Dann gibt es natürlich andere Trigger, die immer wieder genannt werden. Das sind Wetter, also es gibt eben Wetterfaktoren. Hier erfahrungsgemäß ist es meist ein Wechsel von Wetterlagen, entweder von kalt-warm oder hoch-tief-Wetterlagen. Dann gibt es auch gewisse Nahrungsmittel, die immer wieder sozusagen für die Migräne, also die sozusagen ursprünglich, also als Triggerfaktoren für die Migräne genannt werden. Und viele Patienten vermeiden dann a priori diese Nahrungsstoffe wie eben den Rotwein oder die Schokolade oder Blauschimmelkäse. Es ist aber meist so, dass nur bei 5% der Patienten also verlässlich diese Nahrungsmittel eine Migräne auslösen. Dann ja, ein sicher wichtiger Faktor ist ein geänderter Schlaf-Wach-Rhythmus, also Schlafstörungen. Es ist überhaupt so, dass die Empfehlung für Migränepatienten, also die sozusagen an oberster Stelle stehen sollte oder das, was ich auch immer wieder empfehle, ist darauf zu achten, dass der Lebensrhythmus so regelmäßig wie möglich ist. Ja, also schnelle Änderungen zu vermeiden und regelmäßig schlafen, regelmäßig essen, also sozusagen auch diese Regelmäßigkeit zu betonen, was natürlich nicht in jeder Lebensphase auch immer umsetzbar ist, aber da können die Patienten schon sehr viel selbst auch mit beitragen, um diese Trigger zu vermeiden. Oft kommt man durch Trigger, bei Triggern, also oft ist das Führen von Kopfschmerztagebüchern, wie der Professor Wöber schon gesagt hat, recht hilfreich, um vielleicht noch auf den einen oder anderen Trigger drauf zu kommen. Und ja, und somit kann man selbst versuchen, es gibt Trigger, die kann man vermeiden und andere Trigger eben nicht, und da halt herauszufinden. Frau Magister Kramer, wie gehen Sie damit um? Also aus meiner Erfahrung fordert der Körper bei Migräne das ein, was man ihm vorher sozusagen nicht gönnt oder sich selber zugesteht. Gerade wenn wir das Thema Reizüberflutung ansprechen, da geht es oft einmal, der Körper fordert genau das ein, Ruhe, Rückzug, einmal nichts leisten müssen, einfach einmal bei sich sein. Und je mehr man schon im Vorfeld auch darauf achtet, da einfach auch Ruhepausen einzulegen, trotz einem stressigen Beruf und so weiter, kann man auch schon viel vorbeugend natürlich auch mitgeben. Aus meiner Erfahrung auch punkto Reize, ich erlebe es selber auch, wie wichtig es oft ist, wirklich zur Ruhe zu kommen, gerade wenn man einen Beruf hat, wo man sehr viel mit anderen Menschen zu tun hat, diese Reizüberflutung, dann am Abend vielleicht einmal wirklich den Fernseher ausdrehen, das Handy abschalten, einfach einmal ein Buch lesen, zur Ruhe kommen und so sich mit sich selber dann auch beschäftigen.
Sehr gut. Sie haben es vorne. Einen Punkt nur zu den Triggerfaktoren ergänzen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, all das, was die Frau Wetzin-Willi erwähnt hat, sind ganz wichtige mögliche Auslöser. Aber die sind individuell sehr unterschiedlich. Man kann nicht verallgemeinern. Es gibt Migräne-Ratgeber, da steht drin, kein Rotwein, keine Schokolade und kein Käse. So stimmt das nicht. Sie haben ja gehört, das trifft auf einige wenige zu. Auch der Stress ist sicher ein ganz wichtiges Thema, weil wir da auch therapeutisch ansetzen können mit Entspannungstechniken. Aber nicht alle Menschen, die Migräne haben, haben erhöhten Stress oder müssen Stress unbedingt vermeiden. Der Zugang an die Auslöser, an die Triggerfaktoren ist sehr individuell. Man kann nicht verallgemeinern. Es gibt sicherlich auch nicht, auch wenn das vielleicht manche von Ihnen bestreiten werden, das Migränewetter. Das haben wir auch wissenschaftlich untersucht. Es gibt aber sehr wohl individuelle Reaktionen aufs Wetter. Und ein wichtiger Punkt ist auch, gegen das Wetter können wir kaum was machen, außer mal 14 Tage wohin auf Urlaub fahren. Aber Triggerfaktoren wie alltägliche Belastungen, Stress, eine sich selbst sehr hochgelegte Leistungslatte, da kann man was dagegen tun. Das heißt aber, dass man selber was tun muss und nicht nur behandelt wird. Sie haben es vorhin schon angesprochen, das ist ein sehr wichtiger Punkt, Kopfschmerz und auch Migräne, wird nach wie vor manchmal gern tabuisiert bzw. belächelt. Also es ist nicht dieses Nicht-Ernst-Nehmen. Das passiert vielleicht auch beim Arzt, was dazu dann oft führt, dass die Diagnose verspätet gestellt wird. Wie wichtig ist es, dieses Ernst-Nehmen, wie wichtig ist aber auch die damit verbundene Versorgungssituation, die da im Moment angegeben ist? Aus meiner Beobachtung hat sich die Situation verbessert. Aber es ist immer noch so, dass Migräne von Nicht-Migräne-Betroffenen und von Menschen, die niemanden kennen, der Migräne hat, nicht als eine ernstzunehmende, wiederkehrende, die Lebensqualität erheblich beeinträchtigte Erkrankung wahrgenommen wird, sondern mit so Sätzen abgetan wird, das ist ein bisschen Kopfweh, das habe ich auch wie hin und wieder, nimm ein Aspirin und dann musst du wieder gehen. Das heißt, es fehlt vielen, die Migräne-Betroffene nicht kennen und selber nicht Migräne haben, das Verständnis für diese Erkrankung. Und darum ist es auch eine Notwendigkeit, ganz einfach die nicht betroffene Bevölkerung über die Konsequenzen der Migräne zu informieren. Da wird die Situation langsam besser, aber es ist immer noch so, dass es sich Betroffene überlegen oder überlegen sollen, wie viel von ihrer Erkrankung sie zum Beispiel am Arbeitsplatz bekannt geben. Wenn es da einen Vorgesetzten oder Vorgesetzte gibt, der oder die selber Migräne hat, dann ist es relativ leicht, dann ist das Verständnis da. Aber oft gibt es dieses Verständnis nicht. Beim Vorgesetzten, bei der Vorgesetzten oder in der Kollegenschaft fehlt das Verständnis für die Erkrankung, wird das als Lappalie abgetan, naja, oder als irgendeine Befindlichkeitsstörung. Die Zeiten, wo wir gesagt haben, das haben irgendwie hysterische Frauen, die sind, glaube ich, dennoch vorbei weitgehend. Und das ist natürlich auch ein ganz böses Vorurteil, das überhaupt nicht zutrifft. Aber Migräne-Betroffene werden in ihrer Erkrankung nicht ausreichend ernst genommen. Und das ist ein Problem im eigenen Umfeld, aber natürlich auch ein Problem der Gesundheitspolitik, weil man eine Erkrankung, die, wie wir gehört haben, die dritthäufigste auf der Welt ist und die, was die krankheitsbedingte Belastung betrifft, in der erwähnten WHO-Studie an der 6. Stelle liegt, unter mehr als 300 Erkrankungen. Bei den unter 50-Jährigen liegt sie an der 3. Stelle, das heißt eine der am meisten belastenden Erkrankungen. Und die Akzeptanz für diese Erkrankung ist immer noch verbesserungsfähig. Darf ich da noch ergänzend was sagen, weil du gemeint hast, man überlegt sich, ob man das am Arbeitsplatz sagt oder nicht.
bei der Schule, also ich habe einige Kinder und Jugendliche auch, und da ist es schon so, dass ich denen meistens einen Brief mitgebe und den Eltern auch sage, dass sie es in der Schule bekannt geben und dass das Kind wirklich einen Freibrief auch kriegt, um nach Hause gehen zu dürfen, ja, weil sozusagen mit einer Migräneattacke weiter im Unterricht zu folgen. Also da mache ich ein bisschen Ausnahme, und sonst beim Beruf ja, ist natürlich, muss jeder selber entscheiden. Genau. Gebe ich dir völlig recht. Ja. Kleine Anekdote am Rande. Eine Migränepatientin, die ich seit Jahren betreue, selber Lehrerin, hat ihrem Sohn eine Entschuldigung geschrieben, weil er auch Migräne hatte. Und seine Klassenlehrerin hat vor versammelter Klasse gesagt, na so ein Unsinn, Burm haben doch keine Migräne. Woraufhin unter Kollegen das ausgetauscht wurde, dass das eben so nicht stimmt. Aber es ist richtig, natürlich bei Kindern, bei Jugendlichen, die die Schule besuchen, muss man schauen, dass da die Schule die Akzeptanz dafür hat. Es ist auch manchmal notwendig, Eltern müssen den eigenen Arbeitsplatz verlassen, um das Kind von der Schule abzuholen. Was Ihre Erfahrung dazu? Also ich meine, Sie arbeiten ja auch mit Menschen mit Migräne. Stigmatisierung auch am Arbeitsplatz, man traut sich es vielleicht nicht zu sagen, weil man dann sagt, die wird jetzt dann wahrscheinlich immer 3 Tage im Monat im Krankenstand sein. Wie ist das? Was hören Sie da oder was erleben Sie selbst? Ich möchte nur einen Schritt vorher noch einmal auf das Thema auch eingehen, dass Migräne noch immer in unserer Gesellschaft so verharmlost wird und viele noch immer nicht wissen, wie stark der Leidensdruck für Betroffene ist. Also wir haben jetzt gehört, Stress ist ein Migräneauslöser, aber was geht in uns vor in dem Moment, wo wir merken, wir bekommen einen Migräneanfall? Das heißt, nicht nur Stress löst Migräne aus, sondern Migräne löst auch irrsinnig viel Stress aus. Da gehen uns dann Gedanken durch den Kopf wie, nicht schon wieder, habe ich eh noch Tabletten, ich habe schon so viele Tabletten genommen, jetzt fahre ich schon wieder aus, ich habe meinen Körper nicht unter Kontrolle und, und. Und gerade da ist so wichtig, auch über diese Themen zu sprechen, weil da fühlt man sich oft dann als Betroffene alleine gelassen und nicht verstanden von der Familie, am Arbeitsplatz oder in der Gesellschaft. Ja. Dann hat man den Migräneanfall. Sie alle wissen, Migräne geht oft mit depressiver Verstimmung einher. Die Stimmung ist einfach am absoluten Keller. Man hat Schmerzen, dass man gar nicht weiß, wie man das aushalten soll in dem Moment. Ja. Und selbst wenn man es dann überstanden hat, kommt sofort so dieses Kompensationsschema. Ich muss das wieder reinarbeiten, was ich jetzt gestern nicht mehr geschafft habe. Bin ich überhaupt eine gute Mama, wenn ich jetzt heute ausgefallen bin? Und. Das heißt, dieser Druck auch nach dem Migräneanfall ist immer sehr, sehr stark. Das heißt, Migränebetroffene finden sich da oft wirklich in einem Kreislauf von Stress, innerer Anforderung und Druck, die das ganze Leben eigentlich dominiert. Aus meiner Erfahrung jetzt persönlich im Umgang mit dem Berufsleben, mir war immer wichtig, dass keiner merkt, wenn es mir nicht gut geht. Tablette rein und funktionieren um jeden Preis. Viele von Ihnen werden das kennen, ja. Das war aber auch mein innerer Anspruch, wie wir schon gehört haben, eine sehr hohe Messlatte, perfektionistisch veranlagt, man möchte einfach keine Schwäche zeigen, man möchte auch dann oft den Angehörigen nicht zeigen, wie geht's mir jetzt wirklich, man möchte keinem zur Last fallen, ja. Aber je offener man wirklich auch sagt, wie kannst du mich jetzt in dem Moment unterstützen, das heißt auch zur Arbeitskollegin zum Beispiel sagen, es kann sehr entlastend sein, wenn man im beruflichen Umfeld wen hat, der sagt, ich sehe, dir geht's nicht gut, ich rufe da Taxi, du gehst jetzt einfach heim. Ich weiß, dass das nicht in allen Unternehmen so sein kann, aber es ist, liegt schon auch an einem selber, dass man sozusagen die Hilfe oder die Unterstützung sich auch so ein bisschen ein Auffangnetz selber schafft, indem man mit kleinen Schritten auch offener darüber spricht, was man selber auch braucht. Ganz wichtiger Punkt. Bevor wir jetzt zu der neuen Therapie kommen, ist es nicht auch so, dass aufgrund des möglicherweise nicht zugebens, nicht erkennens, die Migräne auch so ein bisschen eine Domäne für Selbstmedikation ist, so dass man da ständig irgendwelche Pillen einwirft und überhaupt nicht über, einfach nur Kopfwehtabletten halt, ne? Ja. Also sicher so, dass also viele Patienten, die zu mir kommen, schon viele Jahre der Selbstmedikation hinter sich haben und sozusagen dann oft das erste Mal beim Neurologen sind, oft nach Jahre, jahrzehntelanger Anamnese. Wobei sich da, muss ich schon sagen, es ist jetzt ein bisschen, es lockert sich ein bisschen auf, so wie du auch sagst, dass sich da einiges tut und die Patienten schon früher zum Facharzt gehen, also zum Facharzt für Neurologie gehen.
Und die Gefahr bei der Selbstmedikation ist halt immer, wenn man zu häufig Medikamente einnimmt, sei es für Spannungskopfschmerz oder eben auch für die Migräne, dann kann sich sozusagen komplizierend noch ein Kopfschmerz durch Schmerzmittelübergebrauch entwickeln. Und oft ist es eben so, dass die Patienten, weil sie eben funktionieren wollen, bei der Arbeit nicht ausfallen wollen, dann eben sehr häufig und rasch zum Medikament greifen. Und wenn es sozusagen bei 10 beziehungsweise 15 Tagen pro Monat eine regelmäßige Medikamenteneinnahme erfolgt, 10 Tage bei Triptanen, Opiaten oder Mischpräparaten und 15 Tage bei den Monopräparaten, also handelsübliche Schmerzmittel, die man auch ohne Rezept bekommt. Und wenn das sozusagen über einen längeren Zeitraum, mindestens über 3 Monate erfolgt, so kann sich komplizierend dazu eben der Kopfschmerz durch Schmerzmittelübergebrauch entwickeln. Und da kommt es dann eben zu einer Chronifizierung und zur ursprünglichen Migräne eben noch zu dieser zweiten Form des Kopfschmerzes. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man auch früher zum Arzt geht, zum Facharzt. Und ich glaube, da ist vor allem wichtig auch die Rolle der Hausärzte, die dann sozusagen weiterverweisen an Kopfschmerzambulanzen, Neurologen. Und ganz wichtig finde ich auch, dass man das Augenmerk auf die Jugendlichen hat, weil wenn jemand im Jugendalter oder im Kindesalter schon sehr häufig Kopfschmerzen hat, das sind dann die chronischen Kopfschmerzpatienten des Erwachsenenalters. Und ich glaube, da muss man sehr präventiv eingreifen und auch früh therapeutisch. Zur Therapie. 2 Aspekte. Einerseits, was ist das Bewährte? Was ist quasi State of the Art jetzt? Und das Neue. Das Neue, für wen kommt es in Frage? Wer? Und wie funktioniert es vor allem? Wir haben auch jetzt eine sehr breite Palette an Möglichkeiten zur Verfügung, die wir nützen müssen und die wir auch in Zukunft nützen werden, auch gemeinsam mit der neuen Therapie. Und das ist ein umfassendes Konzept, aber ein individuelles Konzept. Wenn jemand ein paar Mal im Jahr Migräne hat, dann mag es auch ausreichend sein, die Selbstmedikation mit einem Schmerzmittel aus der Apotheke, wenn der Schmerz nach 2 Stunden weg ist, dann werden diese Patientinnen und Patienten wahrscheinlich nie einen Arzt konsultieren. Wenn Migräne häufiger vorkommt, monatlich, mehrmals im Monat, dann ist jedenfalls ärztliche Hilfe angebracht und dann gibt es eine ganze Reihe von Strategien. Die erste ist sicher mal, den Lebensstil zu analysieren und zu schauen, wo kann man im eigenen Leben gegensteuern. Das ist ein schwerer Schritt, aber ein sehr wichtiger und notwendiger, wie es auch die Frau Magister Grabmeier Ihnen gesagt hat. Das zweite ist zu schauen, gibt es klar erkennbare Auslöser und dann gibt es eine abgestufte, speziellere und spezifischere Therapie. Viele, die Migräne haben, die auch öfter Migräne haben, sind zunächst skeptisch, zum Beispiel regelmäßig ein Medikament einzunehmen, jeden Tag. Und das ist auch nicht notwendig. Es gibt Entspannungstechniken, die man einsetzen kann. Es gibt das Biofeedback, eine computergestützte Entspannungstechnik. Es gibt die Akupunktur, die verwendbar ist. Und dann gibt es auch Präparate, die keine Medikamente im engeren Sinn sind, wie zum Beispiel als pflanzliches Arzneimittel das Mutterkraut, das es jetzt seit einigen Jahren in Österreich gibt, oder auch die Kombination aus Vitamin B2, Coenzym Q10 und Magnesium, die es auch als Fertigpräparat in der Apotheke zu kaufen gibt. Und das sind alles Präparate, für die es auch wissenschaftliche Studien gibt, wo man in placebo-kontrollierten Studien gesehen hat, dass ein Effekt gegen Migräne wirklich da ist, mehr vorhanden ist als nur ein Placebo-Effekt. Und dann gibt es die schwer Betroffenen oder die auf diese Therapien nicht ausreichend ansprechen. Und da gibt es dann eine Reihe von Medikamenten, die wir verwenden können. Das sind allerdings alles Medikamente, die aus anderen Bereichen der Medizin kommen. Sogenannte Beta-Blocker, die wir seit Jahrzehnten verwenden, werden bei Herzkrankheiten und Bluthochdruck verwendet. Ein sogenannter Calcium-Antagonist, das Flunarizin, gibt es auch seit Jahrzehnten. Dann gibt es Mittel, die man auch zur Behandlung epileptischer Anfälle verwendet und schließlich Mittel, die auch zur Behandlung von Depressionen verwendet werden.
Und unsere Aufgabe bei der Auswahl dieser Medikamente ist jetzt zu erkennen, welches Medikament kommt für welche Patientin oder welchen Patienten in Frage. Weil es gibt Präparate, die kann man bei bestimmten Begleiterkrankungen nicht geben. Medikamente, die eine Depression verstärken können, kann man nicht jemandem geben, der ohnehin eine Depression hat. Andererseits, wenn jemand einen erhöhten Blutdruck hat, kann man mit Präparaten wie zum Beispiel den Beta-Blockern erreichen, dass man zwei Probleme mit einem Medikament behandelt. Besonders kritisch werden die Psychopharmaka gesehen, die Antidepressiva. Die haben aber einen ganz wesentlichen Stellenwert auch. Nicht deshalb, weil alle Menschen, die Migräne haben, eine Depression auch haben, sondern weil die bestimmten Antidepressiva an gleichen Botenstoffen ansetzen, die auch bei der Depression eine Rolle spielen. Das heißt, der schmerzbeeinflussende Effekt ist ein Effekt, der wirklich gegen den Schmerz gerichtet ist und nicht gegen eine Depression. Nur da müssen wir erklären, warum und werde ich davon abhängig, ist oft die Frage, oder macht mich dieses Medikament dumm im Kopf. Natürlich gibt es bei allen Mitteln Nebenwirkungen. Über die müssen wir auch aufklären. Manche machen dünn, manche machen müde oder benommen oder Gedächtnisstörungen. Das heißt, wir haben viel Aufklärungsarbeit nötig, um die Bereitschaft, solche Medikamente zu verwenden, zu erhöhen. Aber diese Medikamente sind wirksam und der Punkt gleich vorweg, die sind genauso wirksam von der Wirkwahrscheinlichkeit her, wie diese neue Therapiestrategie, die jetzt sicher einen Meilenstein in der Migränebehandlung darstellt. Und das ist eben eine Injektion, die sich die Patientinnen und Patienten selbst verabreichen können, einmal alle 4 Wochen. Und das ist die erste migränevorbeugende Behandlung, die gezielt für Migräne entwickelt wurde. Die Wirkwahrscheinlichkeit ist genauso groß wie bei allen etablierten Therapien. Das heißt, es ist keine Wundertherapie. Das erwarten sich auch Menschen, die Jahre, Jahrzehnte lang Migräne haben, nicht. Die erwarten sich eine Linderung, die erwarten sich weniger Kopfschmerzen. Und das ist realistisch erreichbar. 50% weniger Kopfschmerztage, das war das Erfolgsziel in den Studien, die dann zur Zulassung dieses ersten Präparates jetzt geführt hat. Und das wird bei etwa der Hälfte der Betroffenen erreicht. Vorteil dieser neuen Behandlung ist, es muss nicht jeden Tag ein Medikament eingenommen werden. Das ist für viele eine zusätzliche Belastung, die sagen, ich will nicht jeden Tag daran erinnert werden, dass ich diese Krankheit habe. Einmal im Monat selber die Injektion verabreichen. Die Verträglichkeit ist in der Kurzzeitbeobachtung sehr, sehr gut. Es gibt viele der Nebenwirkungen, die wir von den etablierten Therapien kennen, nicht. Was wir noch nicht kennen, das sind die Langzeitauswirkungen. Wir haben Studien, die über ein Jahr gehen, es laufen jetzt weitere Studien, die über 2 Jahre dann die Patienten beobachten werden. Aber was dieses Mittel macht, wenn es 3, 4, 5 Jahre verwendet wird, das wissen wir ganz einfach nicht. Das heißt, das ist sozusagen jedenfalls Vorsicht angebracht. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass es eine Behandlung ist, die jedenfalls für den Moment denen vorbehalten ist, die schon andere Behandlungen gehabt haben, die nicht geholfen haben. Es ist eine sehr erfreuliche Beobachtung, dass die Krankenkassen für klar ausgewählte Patientinnen und Patienten, wo klar dokumentiert ist und belegt ist, die haben schon diese, jene Therapien gehabt, die haben nicht geholfen, die wurden nicht vertragen oder die kann man diesen Menschen nicht geben, weil eine andere Erkrankung das verhindert. Das heißt, es muss gut belegt sein, dass die gängigen Therapien nicht zum Erfolg geführt haben und dann ist diese neue Therapie, dieser CGRP Antikörper, eine ganz große und wichtige Bereicherung. Der Angriffspunkt ist ausschließlich eben der Botenstoff CGRP. Sonst wirkt dieses Mittel nirgends.
Antikörper sind eine Therapie, die in der Medizin, in vielen Bereichen der Medizin, eine immer größere Rolle spielen. Allerdings sind viele dieser Antikörper immunologisch aktiv. Das heißt, die greifen ins Immunsystem ein. Das tut dieser Antikörper nicht. Der hat mit dem Immunsystem nichts zu tun und hat keinen Einfluss auf das Immunsystem. Wir sind jetzt dabei, die ersten eigenen Beobachtungen zu machen. Und das ist sicher auch noch eine gewisse Unsicherheit jetzt am Anfang, weil wir eine völlig neue Therapie, die wir alle nicht kennen, die die Ärztinnen und Ärzte kennen, die die Patienten kennen, einsetzen auf Basis der sehr vielversprechenden Studienergebnisse, die es gibt, aber wo wir ganz einfach jetzt lernen müssen, wie wir das im Alltag konkret einsetzen. Kann das auch da, also muss ich da zu Ihnen kommen, in ein Zentrum, oder kann das auch der Hausarzt verschreiben? Wie funktioniert das? Nein, es muss ein Facharzt für Neurologie verschreiben, kann aber im Krankenhaussetting, aber auch im niedergelassenen Bereich, und es muss aber dann noch vom Chefarzt der jeweilig zuständigen Krankenkasse bewilligt werden. Und da bis jetzt, also meine Erfahrung ist bis jetzt, hat es problemlos funktioniert, wobei es natürlich schon wichtig ist, dass eine Dokumentation beigelegt wird, also ein Arztbrief, wo drinnen steht, wie häufig die Attacken auftreten, was der Patient schon vorher an eben üblichen Prophylaktika versucht hat. Sie bekommen die neue Therapie nicht, oder Sie, wie gehen Sie um, was ist bei Ihnen bewährt? Ich habe von Anfang an Triptane verschrieben bekommen. Die größte Herausforderung im ersten Umgang mit den Triptanen war für mich herauszufinden, habe ich jetzt wirklich einen Migräneanfall oder habe ich jetzt Kopfschmerzen, weil es jetzt stickig in dem Raum war, weil ich zu wenig Wasser getrunken habe. Das heißt, die Triptane soll man ja so rasch wie möglich nehmen. Das heißt, in der ersten Phase habe ich einfach bei jedem Zwicken im Kopf sofort das Triptan genommen, weil ich war jetzt endlich froh, was zu haben, was wirkt. Das führt natürlich dazu, dass man dann einfach zu viele Tabletten nimmt. Ich habe sicher Phasen gehabt, wo mir nicht klar war, wie viele Medikamente ich da eigentlich in mich hineinstopfe, um zu funktionieren. Und dann ist einfach auch das große Umdenken gekommen. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht zum Mentalcoach und zum Diplom-Lebensberater, wo ich mich dann einfach einmal hinterfragt habe und gesagt habe, was bedeutet denn Gesundheit für mich? Wie möchte ich denn leben? Was sagt mir denn die Migräne? Da muss doch andere Möglichkeiten auch gehen. Das heißt, ich habe mich selber auch rausgezogen aus diesem, da gibt's ja nichts, was mir hilft, das hat meine Mama schon gehabt, das hat meine Oma schon gehabt, da kann man eh nichts machen, und bin einfach selber aktiv geworden. Und ich habe für mich jetzt sehr gute Wege und Strategien gefunden, mit dem Thema umzugehen und deswegen auch nicht in diese Richtung dann zu gehen. Das finde ich ein schönes Thema für die Abschlussrunde, bevor Sie aus dem Publikum Fragen stellen können. So dieses die Botschaft an Betroffene, was ist zu empfehlen, was, also abgesehen jetzt von guten Medikamenten, was kann man noch tun und was ist Humbug? Also ich habe zum Beispiel, da ist mir gleich, fällt mir gerade ein, mir hat jemand geschrieben über unsere Facebook-Seite Kurier Gesundheitstalk, dass es zum Beispiel ihr Botox geholfen hätte. Jetzt weiß ich nicht, kann das überhaupt nicht einordnen. Ist das sinnvoll? Was ist, also Schlussrunde, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll? Was geben Sie den Menschen hier mit, was sie tun sollen und was nicht? Ja, also jetzt vielleicht in Bezug auf die Frage nach dem Botox. Es ist so, dass laut der aktuellen Studienlage ist das Botox zugelassen bei der chronischen Migräne und dort auch als wirksam belegt in der sogenannten Präempt-Studie. Und zwar ist es so, dass Botox wird alle 3 Monate neu gespritzt, nach einem Schema, wo in der Muskulatur, im Stirnbereich, Schläfenbereich, hinten im Nackenbereich und auch hier im Musculus trapezius an bestimmten Stellen eine gewisse Anzahl an Einheiten gespritzt wird. Und es hat sich gezeigt, dass das bei der chronischen Migräne schon zu einer Reduktion der Migränetage führen kann. Bei der episodischen Migräne ist es nicht wirksam. Von chronischer Migräne spricht man, wenn man an mindestens 15 Tagen pro Monat Kopfschmerzen hat und mindestens 8 davon die typischen Migränekriterien erfüllen.
Das wäre jetzt sozusagen die Antwort auf das Botox gewesen. Und es ist schon so, dass also Patienten mit chronischer Migräne sehr wohl davon profitieren. Wenn jetzt nach dreimaliger Anwendung kein wirklich durchschlagender Effekt zu sehen ist, dann würde ich es eigentlich nicht noch ein viertes Mal wiederholen, rein erfahrungsgemäß. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber schätze mal. Ja, das und, ja. Und was ist aus Ihrer Sicht sonst noch sinnvoll? Naja, also die medikamentösen Prophylaktika, die wir jetzt gehört haben. Ansonsten, was ich jedem meiner Patienten empfehle, ist das Erlernen einer Entspannungstechnik. Hier vor allem das autogene Training, die progressive Muskelrelaxation nach Jacobson, auch das Biofeedback kann hilfreich sein. Das ist ein bisschen aufwendiger im Erlernen. Und es wäre dann auch wichtig, dass man sozusagen diese erlernte Entspannungstechnik auch regelmäßig ausführt. Also meine Empfehlung ist mindestens dreimal die Woche, wenn geht öfter. Es ist natürlich am Anfang eine Investition, sei es finanziell als auch eine zeitliche, so eine Entspannungstechnik zu lernen. Aber es ist dann trotzdem so, dass man ein Werkzeug hat, wo man auch erstens der Migräne aktiv entgegentreten kann und sozusagen dem nicht ohnmächtig ausgeliefert ist und was man ein Leben lang auch immer wieder anwenden kann. Also meine Empfehlung ist immer mindestens dreimal die Woche eine Entspannungstechnik und auch, was ich fast allen Patienten auch immer mitgebe, also mindestens dreimal die Woche einen Ausdauersport zu machen. Das heißt, das muss dann nicht ein, zwei Stunden sein, es reicht eine halbe Stunde von eines Ausdauersportes, wo Sie im aeroben Bereich bleiben. Das kann sein Schwimmen, Laufen, Radfahren. Und das aber auch eher regelmäßig. Also macht mehr Sinn, als einmal am Wochenende sich zwei Stunden zu überfordern und zu überbeanspruchen. Es geht wirklich um diese Regelmäßigkeit. Also das sind einmal so die zwei Hauptempfehlungen. Dann natürlich auch Stressmanagement, die Einteilung des Tages, der Woche, auf die Faktoren zu achten, die Triggerfaktoren. Ja, also Akupunktur. Du empfehle auch immer wieder, vor allem bei Patienten, die eben keine Medikamente regelmäßig schlucken wollen oder in der Schwangerschaft, kann man das als Alternative sehen. Also gerade das Thema ohnmächtig ausgeliefert sein, finde ich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also bei den Kunden, die zu mir kommen, arbeitet man immer so im ersten Schritt einmal daran, die Migräne überhaupt einmal anzunehmen und zu akzeptieren. Das heißt, je mehr ich noch dagegen ankämpfe, je mehr ich gegen meinen Körper arbeite, desto weniger werde ich gemeinsam einen Weg dann auch finden, dass es mir besser geht. Ich setze immer an drei Ebenen an. Das heißt, das eine ist einmal die kognitive Ebene, das heißt die Einstellung, wie möchte ich mein Leben führen. Lebensstiländerung haben wir da auch heute schon gesprochen, die Akzeptanz, aber auch so ein bisschen in die Richtung, oft schwebt das Thema Migräne wie so eine dunkle Wolke über uns und dominiert unser ganzes Leben, auch einmal zu erkennen, was gibt es Schönes trotz dem Leben der Migräne. Das heißt, dass ich mich auch auf die schönen Dinge des Lebens konzentrieren kann. Dann auch den emotionalen Bereich. Was brauche ich denn zum Beispiel? Migräne ist oft ein Zeichen von Überlastung. Was brauche ich an Ressourcen, damit ich mich einmal traue, Nein zu sagen? Nein zu sagen, ich habe heute schon genug Arbeit. Nein zu sagen, das überschreitet jetzt meine Grenzen. Mich auch selber besser wahrzunehmen, zu erkennen, okay, jetzt gehe ich über meine eigenen Grenzen drüber in die Überlastung. Und der dritte Bereich ist dann auch die körperliche Ebene, die man mit diesen angesprochenen Techniken da sehr, sehr gut unterstützen kann, um einfach sich selber besser kennenzulernen, zu merken auch, was sind Vorboten meiner Migräne. Auch das kann sehr individuell sein. Bei mir ist es oft, dass am Vortag anfängt, dass die Stimmung negativer wird, dass alles unüberwindbar wirkt, die Kleinigkeiten, alles wirkt so anstrengend. Oder auch zum Beispiel Essensgelüste, die man sonst nie hat oder die man, Sachen, die man sonst nie essen würde. Früher habe ich mir dann gedacht, jetzt habe ich eine Migräne aufgekriegt, weil ich das gegessen habe. Das ist aber nicht so. Oft sind das schon Vorboten für einen Migräneanfall. Das heißt, je besser ich mich selber wahrnehme, je besser ich mich kennenlerne, desto mehr Zeit habe ich auch, wenn ich merke, okay, der Migräneanfall beginnt. Was kann ich jetzt Positives für mich tun, auch wenn ich jetzt wenig Zeit habe mit Atemtechniken, mit Entspannungstechniken und, und.
Jetzt ist schon sehr vieles gesagt worden und eigentlich aus meiner Sicht alles. Wir haben unterschiedliche Schwerpunkte gelegt, aber das, was jetzt angesprochen wurde, sind die Dinge, die nützlich sind. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist eben, dass auch selbst die Krankheit in die Hand nehmen und nicht darauf hoffen und allein in einem Medikament oder in einem behandelt werden, die Lösung suchen, weil das zwar einfacher ist und man muss selber nichts tun, aber à la longue nicht den Nutzen hat, wie eben selber zu schauen, wo kann man was ändern, wie kann man gezielt gegensteuern. Es gibt eine Reihe von Dingen, die gemacht werden, die nutzlos sind. Wenn es gefährlich wird, dann muss man Acht geben, also irgendwelche Therapien, die gesundheitsschädlich sind, wie Darmentgiftungen mit Darmspülungen oder so, um irgendwas Absonderliches zu nennen. Also das sicher nicht. Es gibt auch keinen Beleg dafür, dass das Homöopathie einen Nutzen bei Migräne hat. Gerade bei Kindern ist es sogar unter Umständen fatal, denn die Kinder können nicht unterscheiden, ob das ein Homöopathikum ist oder ein Analgetikum, sondern die kriegen, wenn es ihnen nicht gut geht, irgendein Globuli und diese Bewegung von der Medikamentendose zum Mund, die endet halt dann irgendwann daran, dass Medikamente genommen werden. Und wir müssen aber den Kindern einen sorgsamen Umgang mit Medikamenten vermitteln. Natürlich brauchen die jedenfalls auch eine effektive Schmerztherapie, aber gezielt und nicht so in der Idee, Homöopathie, das kann ja nicht schaden, so ist es leider nicht und unter Umständen wird damit auch Zeit vertan, eine effektive Therapie zu finden. Ich sehe immer wieder Patienten, die kommen und sagen, jetzt habe ich jahrelang auch viel Geld für Homöopathie ausgegeben und endlich habe ich erkannt, es bringt eigentlich nichts. Dann irgendwann gab es Zeitungsberichte, dass Piercings gegen Migräne helfen. Das ist Unfug. Aber die Dinge, die jetzt hier von uns vorgebracht und diskutiert wurden, das ist wirklich das Spektrum der nützlichen Maßnahmen, die man gegen Migräne einsetzen kann. Vielen Dank. Ja, jetzt ist Zeit für Fragen aus dem Publikum. Ich sage an dieser Stelle immer wieder, ich wiederhole mich auch immer wieder, bitte die Fragen sehr präzise zu formulieren und nicht Krankengeschichten ausbreiten, persönliche, weil sich das einfach zeitlich nicht ausgeht und weil das hier nicht der Rahmen dafür ist, aber wir freuen uns über Ihre Fragen. Die zwei Damen gehen mit Mikros herum und dann geht's los. Hallo. Bezüglich der Spritze, Sie haben gesagt, es wird Chefarzt bewilligt. Wir haben eine Frage. Chefarzt bewilligt heißt auch, die Kosten werden übernommen, weil ich habe schon gehört, dass die Spritze so, Pi mal Daumen, so 300-400 Euro pro Spritze kostet. Ist das richtig, wenn das nicht bewilligt wird? Und Wir sind jetzt eben dabei, die allerersten Erfahrungen zu machen und die waren jedenfalls für den Wiener Bereich überwiegend positiv. Gut begründete Verordnung führt dazu, dass es Chefarztbewilligt wird und Chefarztbewilligung heißt, dass die Kosten übernommen werden. Das heißt, Sie gehen mit dem Rezept in die Apotheke und kriegen für die Rezeptgebühr das Medikament. Okay, super, danke. Ja, grüß Gott, meine Frage wäre zu den Triptanen. Ich nehme aktuell auch die Triptane im Anfall, beim Migräneanfall. Und da steht immer am Beipackzettel, ab 60, glaube ich, soll man es nicht mehr nehmen. Ist das nach wie vor der letzte Stand? Ja, also ab 65 Jahren sind die Triptane eigentlich kontraindiziert. Das ist aber ein relativ willkürlich festgelegtes Alter. Es hat einfach damit zu tun, dass man davon ausgeht, dass mit zunehmendem Alter auch die zerebrovaskulären Risikofaktoren zunehmen. Also das Risikoprofil nimmt mit zunehmendem Alter eben zu an Herzinfarkt, Schlaganfall oder solchen Erkrankungen zu leiden. Und aus diesem Grund wurde dieser Cut bei 65 festgelegt. Ja.
Man muss sich halt, ich glaube, also die Empfehlung ist, ich habe sicher auch Patienten, die über dieses Alter hinaus auch Triptane einnehmen. Wobei, wenn die Patienten Risikofaktoren haben, wie erhöhten Blutdruck, Diabetes, also zuckerkrank sind, oder schon, wenn sie einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt gehabt haben, dürfen sie eh keine Triptane mehr schlucken, ja. Aber die anderen Risikofaktoren wie erhöhtes Cholesterin, erhöhter Blutdruck, zuckerkrank, und dann sozusagen über 65 sind, würde eigentlich davon abraten, sind sie kontraindiziert, ja. Eine Frage noch im Anschluss, bitte. Was ich da jetzt gehört habe, heißt für mich, dass ich für das neue Medikament nicht in Frage komme, weil ich die alternativen Behandlungsmethoden mit Beta-Blockern und so weiter immer nicht genommen habe, einfach aufgrund der Nebenwirkungen, die waren mir zu groß. Das heißt also, man müsste dann eigentlich jetzt auch mit solchen Dingen beginnen, damit man dann mit 65er Chance hat, auf die neue Medikamente umgestellt zu werden. Entschuldigung, die Frage vorhin war aber die Triptane mit 65. Ja, okay. Ja. Naja, wenn Sie, also eigentlich wird momentan noch, es wird nicht wirklich gefordert, aber die Bewilligung wird wahrscheinlich leichter sein, wenn man nachweisen kann, dass man schon Medikamente, vorbeugende Medikamente eingenommen hat. Aber man kann natürlich sagen, aufgrund von Kontraindikationen oder zu erwartenden Nebenwirkungen, ich glaube, man muss es einfach versuchen. Ja, man kann sicher auch versuchen, aber die meisten Patienten haben halt schon vorbeugende Medikamente genommen und dann wieder abgesetzt, weil nicht gewirkt oder wegen Nebenwirkungen. Ja. Danke. Aber ich verstehe schon, dass Sie natürlich mit dem primär beginnen möchten. Die Voraussetzung, dass Sie eine medikamentöse Behandlung mit einem der Standardpräparate über einige Zeit machen, ist natürlich, dass Sie es vertragen. Und die Nebenwirkungen, die sind halt sehr ausführlich in den Fachinformationen angeführt. Aber das heißt ja nicht, dass Sie die alle kriegen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das eine der Hürden ist bei der Verordnung unserer jetzt verfügbaren Migränemittel. Wir müssen auf diese Punkte eingehen und also mein Vorgehen ist immer zu sagen, am Anfang beobachten Sie die Verträglichkeit, wenn die Verträglichkeit nicht gewährleistet ist, weil der Blutdruck ganz niedrig wird und so weiter, dann hört man mit der Therapie wieder auf. Also aus meiner Sicht ist es so, dass eben jetzt einmal das Herangehen der Krankenkassen, jedenfalls in Ostösterreich, ein sehr erfreulich positives ist und dass wir mit der Patientenauswahl sehr genau sein sollen, weil wenn die Kassen sehen, dass da auf einmal 10.000 Patienten, die das neue Medikament haben wollen, dann werden die ihre Strategie ändern. Das heißt, man muss aber, wie es die Frau Westin-Fiegel auch gesagt hat, klar sagen, gibt's Präparate, die für Sie gar nicht in Frage kommen. Und das ist schon auch eine der Argumentationen, aber aus meiner Sicht sollte zumindest eine Therapie von den gängigen Präparaten tatsächlich durchgeführt worden sein, wenn andere argumentiert werden können, dass sie eben nicht indiziert sind, weil eine Gegenanzeige besteht. Eine Frage. Die Tochter von meiner Arbeitskollegin verpasst schon mehrmals die Woche den Unterricht wegen Übelkeit, Bauchschmerzen und allem drum und dran, auch Erbrechen. Wie kann man bei einem Kind unterscheiden, ist das jetzt eine Übelkeit, weil sie mit dem Bus fährt, oder ist das Migräne? Ja, also Reisekrankheit kommt bei Migränebetroffenen auch häufiger vor. Aber nein, das erfordert das genaue Gespräch mit der jungen Patientin. Das geht nur im ärztlichen Gespräch. Weil das Problem ist, sie war schon bei vielen Ärzten, aber jetzt inzwischen wird es abgestempelt, als das ist ein psychisches Problem, die Übelkeit. Ja, also das ist ein besonderer Unfug, wenn man nicht weiter weiß, sagt man, das ist psychisch. Das ist ja auch die Grundlage, mit der die Migränebetroffenen konfrontiert sind. Da gibt's ein normales MR und normale Blutwerte und dann sagt man, sie haben eh nichts, sie haben halt Migräne und damit müssen sie leben. Das ist auf unserer ärztlichen Seite her der Negativanteil am Umgang mit Migräne. Aber also an einen erfahrenen Kinderfacharzt, der dann natürlich Untersuchungen machen muss, um organische Ursachen auszuschließen. Und wenn es die nicht gibt, dann ist jedenfalls aus Ihrem Kurzbericht eine Migräne möglich, aber das kann man nur im genauen ärztlichen Gespräch mit der betroffenen jungen Dame klären.
Also am besten in der Kopfschmerzambulanz oder zum Beispiel. Ja. Okay, danke. Ja, grüß Gott, ich glaube, ich bin weit über 70, habe Spannungskopfschmerz seit, würde ich sagen, über 60 Jahren. Ich habe alles, was hier genannt wurde, schon hinter mir, quasi alle 2 Jahre, die neuesten Dinge von Avamigan, Sibelium, das werden Sie wahrscheinlich alles nicht mehr kennen, alle Prophylaktika, Biofeedback, Bioresonanz, bis zu Botox, habe auch Nervenmittel, das Pregabalin genommen. Bei mir wirkt nur Triptane. Aber ich habe es durchschnittlich im Monat, seit ich habe Kopfschmerztagebuch, wie gesagt, seit über 50 an 18 bis 20 Mal. Ich glaube, ich wäre ein Fall, ich bekomme bestimmt diese Spritze. Mein Neurologe behauptet zwar, ich habe Migräne, weil sonst würde Triptane nicht nützen, aber ich habe chronischen Spannungskopfschmerz, weil ich kann Tennis spielen, hat man den Kindern. War ich überall. Entschuldigung, was ist Ihre Frage? Meine Frage ist, wenn ich jetzt die Spritze einmal im Monat nehme, wenn ich Schmerzen habe, darf ich dann weiter die Triptane nehmen oder muss ich leiden bis zur nächsten Spritze? Also die eine Frage ist eine praktisch wichtige, die für alle, die diese Spritze erhalten, bedeutsam ist. Neben der Spritze ist die Triptantherapie natürlich weiter möglich. Die andere Frage zu Ihrer Krankengeschichte ist, dass bevor Sie diese Spritze verschrieben bekommen, muss man wirklich klären, ob Sie Migräne oder Spannungskopfschmerz haben. Denn für Spannungskopfschmerz ist diese Spritze nicht wirksam und auch nicht vorgesehen und auch nie untersucht worden. Beim Spannungskopfschmerz hat diese Spritze keinen Platz. Also ich bin kein Fall für diese Spritze. Sie haben es ja gehört, muss abgeklärt werden, welche Form von Kopfschmerz. Haben Sie Spannungskopfschmerz oder Migräne? Ich habe keine Migräne, ich habe keine Vorboten, ich gehe lustig schlafen und wache jeden Tag mit Schmerzen auf. Also das muss man eben im ärztlichen Gespräch klären, das lässt sich jetzt nicht hier in dieser Veranstaltung klären. Abgesehen davon, wenn ich die Spritze bekomme, wie oft kann man das versuchen, dass man sagen kann, nach dem dritten Monat, es nicht wirkt? Tut mir leid. Sie haben einen selbstdiagnostizierten Spannungskopfschmerz und damit keine Notwendigkeit, dass Sie die Spritze kriegen. Bitte reden Sie das mit Ihrem behandelnden Neurologen. Da ist eine Dame. Ja, also meine Tochter hat seit 8 Jahren täglich Kopfschmerzen. Sie wird im AKH engmaschig behandelt. Sie war auch früher an der Migräneambulanz bei der Frau Professor Weber-Bingöl. Sie hat Sarotin versucht. Sie hat alle Therapien ausprobiert, die es in Österreich gibt, auch medizinische Hypnose. Man kann nicht genau sagen, welche Art von Kopfschmerz das ist. Und sie wird, so wie die vorherige Rednerin jetzt vom AKH gemeint, also sind psychische Probleme, sie soll eher Psychosomatik und so weiter in diese Richtung etwas tun. Man kann ja nicht einer 22-Jährigen, die durch diese täglichen, wirklich starken Kopfschmerzen Probleme in der Schule hat, Konzentrationsprobleme hat, einfach sagen, sie ist austherapiert. Wäre da diese Spritze eine Möglichkeit? Nein, auch für Ihre Frage, das sind sehr spezielle, sehr komplizierte Krankengeschichten und die können wir hier vom Podium nicht mit einer einfachen Antwort klären. Das ist auch etwas, was ich gesagt habe, das klingt alles sehr komplex und das sind tiefgreifende Krankengeschichten und das geht nicht. Also da würde die Antwort auch nicht stimmen. Eine Option wäre. Das muss man sicher abklären, also da müssen Sie sicher zu einem Neurologen gehen, der das kennt, oder? Ja. Ja. Ich habe eine einfache Frage. Ist bei einer Bradykardie diese Antikörpertherapie möglich oder nicht? Ja. Ist möglich. Okay. Und dann möchte ich noch kurz eine Lanze für die nicht-medikamentöse Behandlung brechen und der Frau Magister Grabmeier wirklich volles Lob zollen für ihre Anstrengungen. Ich bin 66 Jahre, ich habe vor einem Jahr aufgehört mit den Triptanen, ich hatte wöchentliche Migräneattacken
Und ich finde, die Migräne ist eine absolut neurotisierende Krankheit, weil ich weiß nicht, wann sie kommt, ich weiß nicht, wie stark sie ist. Man lebt in der Erwartungshaltung. Und ich muss ehrlich sagen, diese Triptane verleiten einem natürlich ein bisschen dazu, dass man nicht so sehr am Lebensstil was ändert, sondern man wirft das ein und es ist super, es ist weg. Und man tut weiter wie gewohnt. Seit ich sie nicht mehr nehme, habe ich mit Methoden wie Tai Chi, autogenes Training, regelmäßigem Ausdauersport, den ich aber früher auch schon gemacht habe, das ganz gut im Griff, muss ich sagen. Und es deprimiert mich nicht mehr so, wenn ich dann eine Migräneattacke habe, weil ich das Gefühl habe, ich kann was tun dagegen. Ja? Und insofern, es erfordert aber wirklich viel Selbstdisziplin und viel Übung, das muss ich auch sagen. Aber ich habe das Gefühl, ich komme ohne Medikamente durch und das allein ist schon ein großer Vorteil. Ja, danke für den Kommentar, das ist genau das. Sie bestätigen aus Ihrer eigenen Erfahrung, was wir hier auch gesagt haben, dass eben das eigene Arbeiten am Problem ganz wichtig ist und was auch mehrfach eben von Magister Grabmeier, jetzt auch von Ihnen erwähnt wurde, was ich nochmal hervorheben möchte, Migräne ist eben in vielen Fällen nicht nur eine Erkrankung, die auf die Zeit der Attacke begrenzt ist, sondern Migräne ist oft ständig da, zwischen den Attacken, die Angst, wann kommt die nächste Attacke, unvorhersehbar. Die Sorge, morgen kann ich keine Attacke brauchen, hoffentlich kommt keine Attacke morgen. Das heißt, Migräne ist auch dann präsent für viele, wenn gerade keine Attacke da ist. Es gibt andere, die so mit ihrer Erkrankung umgehen, dass sie sagen, wenn ich keine Migräne habe, dann denke ich mir, ich kriege nie mehr wieder eine und mir geht's super. Aber viele können das nicht und haben ständig die Begleitung der drohenden nächsten Attacke und dann ist es schon eine Erleichterung zu wissen, dass es eine wirksame Akuttherapie gibt. Das nimmt für viele den Schrecken der Erkrankung, aber klar ist auch, diese Akuttherapie hat ihre Grenzen. Jetzt ist mir noch was eingefallen, also Hochsensibilität ist so ein Schlagwort, das auch in die Richtung geht, dass bei Migränepatienten immer alle Kanäle offen sind und sozusagen ja. Viele Informationen. Ja. Okay, also ich hätte dann noch einmal eine Frage zu den Triptanen und zwar, also mir ist klar, wann man sie nimmt und also ich nehme sie jetzt schon seit 15 Jahren in etwa, also seit es die Triptane gibt und ich bin heilfroh, dass es diese Medikamente gibt. Jetzt ist meine Frage die, also bis zu 10 im Monat, aber wie lange? Also kann ich die, ich bin jetzt 45, kann ich die jetzt nehmen, wie Sie gesagt haben, bis 60 oder gibt es dann auch so eine Zeitspanne, dass man sagt, okay, 20 Jahre, aber viel länger sollte man diese Medikamente nicht nehmen und dann auf eine Dauertherapie wie Beta-Blocker umsteigen? Gibt es da dann irgendwann so, wann man da was umändern soll oder soll man so lange dabei bleiben, bis man halt einen hohen Blutdruck hat? Na, Sie kriegen, also, nein, das ist eine ganz wichtige Frage. Triptane gibt es jetzt seit etwa 25 Jahren. Das heißt, wir haben mit den Triptanen Langzeiterfahrung. Es gibt Menschen, die nehmen viel zu viele Triptane ein. Täglich und mehrmals täglich zum Teil. Und aus Berichten über diese Menschen wissen wir, dass es beruhigenderweise keine durch Triptane ausgelöste Organschäden gibt. Das heißt, die Verwendung ist prinzipiell sicher, solange die Gegenanzeigen beachtet werden. Je älter wir werden, umso höher wird das Risiko, eine Gefäßkrankheit zu kriegen. Und wie wir es heute gehört haben, ist eben das ein ganz wichtiger Punkt. Herzinfarkt, Schlaganfall, Arterienverkalkung oder viele Risikofaktoren für Gefäßerkrankungen, die gehäuft bei einer Person auftreten. Das ist ein Grund, Triptane nicht einzusetzen und dann auch klar davon abzuraten und zu sagen, bitte, wir müssen eine andere Therapie finden. Ansonsten ist die Langzeittherapie mit den Triptanen aus der Erfahrung, die wir bisher haben, kein Problem und auch aus meiner Sicht kein Problem für Personen
über 65, wenn keine Gefäßkrankheiten und keine Gefäßrisikofaktoren vorliegen. Und wenn es Zweifelsfälle gibt, dann ist es angebracht, einmal eine genaue kardiologische Untersuchung zu machen, eine Ultraschalluntersuchung der Halsschlagadern zu machen, um zu sehen, ob man da Gefäßverkalkungen sieht. Denn dann heißt es, Acht geben, und dann muss man tatsächlich auf andere Strategien umsteigen, und dann werden die vorbeugenden Behandlungen umso wichtiger. Aber wenn man eine vorbeugende Behandlung einsetzt und auch erfolgreich einsetzt, bleiben dennoch Migräneattacken über, die dann halt einer Akuttherapie bedürfen. Machen wir die letzten zwei Fragen bitte. Ich hätte gleich zwei Fragen. Dann machen wir halt drei. Ich nehme auch seit Jahren Triptane. Die Nebenwirkungen sind bei mir, also die größte Nebenwirkung ist eben, dass ich extrem müde wäre, was auf der einen Seite ja gut ist, um mir auch wirklich die Ruhe zu gönnen. Nur ist es auch sehr anstrengend. Jetzt wollte ich fragen, bei der Spritze, die ist ja nicht wirklich ein Schmerzmedikament, sondern soll ja eine Prophylaxe sein, oder? Das heißt, ich nehme das, ja. Beinhalte gleich zwei Fragen. Zuerst, ob die Spritze eben Nebenwirkungen hat, so wie das Triptan, zum Beispiel die extreme Müdigkeit. Und wie lange nehme ich die Spritze? 3 Monate, und dann habe ich quasi vorgesorgt, so wie eine Prophylaxe eben wirken soll, also 3 Monate, und dann hat es eine Nachwirkzeit, oder wie verstehe ich das? Habe ich das jetzt klar ausgedrückt? Ja, nein, also aus den Studien, die wir bisher haben, können wir ableiten, dass man die Therapie über einige Zeit machen muss und dass voraussichtlich 3 Monate zu wenig sind. Uns fehlen aber noch die eigenen Beobachtungen im medizinischen Alltag, wie lange wir die Therapie tatsächlich fortführen sollen. Aus meiner Sicht also Minimum ein halbes Jahr, eher 1 Jahr, und dann aber schon einmal einen Auslassversuch zu machen. Die Spritze ist aber kein Ersatz für eine Akuttherapie, aber soll natürlich die Häufigkeit der Attacken reduzieren. Und was Sie angesprochen haben, ist halt eine wichtige Einschränkung der Triptane, dass sie manchmal eben beeinträchtigende Nebenwirkungen hat. Und dann kann man überlegen, auch wenn schon jahrelang Triptane verwendet wurden, ob man doch nicht einmal versuchsweise auf ein Schmerzmittel umsteigt, um zu schauen, ob damit ein ähnlicher Erfolg, aber weniger Nebenwirkungen erzielbar ist. Darf ich da vielleicht noch ergänzend sagen zu der Spritze? Es ist die Empfehlung, dass wenn man zweimal hintereinander keinen durchschlagenden Erfolg hat, dass man beim dritten Mal dann die doppelte Dosis, also Spritze 70 Milligramm, und beim dritten Mal dann sozusagen zweimal a 70 Milligramm spritzt, weil in den Studien sich gezeigt haben, dass eine gewisse Unterpopulation von Patienten dann auf die höhere Dosis anspricht. Können wir bitte diese Dame da dran nehmen? Sie zeigt jetzt schon so oft auf. Hallo, grüß Gott. Ich wollte nur sagen, dass meine Beobachtung mit der Wetterlage sehr vielleicht auch andere interessiert. Ich habe sehr oft Migränen, manchmal 2 Wochen hintereinander, aber ich habe dann auch wieder 2 Wochen keine Migräne, wenn das Wetter auch kein Migränewetter ist. Und ich muss schon sagen, die Zentralanstalt für Meteorologie kann das ziemlich genau beurteilen. Und ich will jetzt nicht in die Lage kommen zu sagen, ich kriege die Migräne nicht, wenn die sagen, es kommt kein Migränewetter. Ich versuche oft, mich gar nicht damit zu beschäftigen, aber im Teletext ist es fast immer richtig. Und ich glaube, die letzten Tage war Föhn, und ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht viele Leute hier im Saal nicht Migräne hatten. Ich hatte es auf jeden Fall seit Samstag. Und, ist das mit einer Frage verbunden? Ja, mit einer Bitte an die Forschung, dass man doch mehr untersucht, was das Wetter im Hirn bewirkt. Ja? Weil mit allen, die ich spreche, die sagen, das Wetter ist es. Und natürlich war es früher auch der Zyklus, aber ich habe schon lange keine mehr. Und jetzt in der Pension sehe ich, wie sehr meine Migräne vom Wetter abhängig ist, und ich kann ja, gar das, nichts ist das, dagegen tun. Sie haben ja gesagt, es gibt Forschung dazu, oder? Ja, also ja, es, wenn, kein Arzt ihre geht konkrete darauf ein. Kein Arzt geht darauf ein.
Sie sagen alle, das ist der geringste Faktor, das Wetter. Und die Betroffenen, die ich kenne, sagen meistens, es ist einfach nur das Wetter. Und wenn ein blauer Himmel ist, kein Ich glaube, der Herr Professor möchte darauf antworten. Ja, danke. Danke für Ihre Anmerkung. Nein, es gibt tatsächlich auch wissenschaftliche Studien, die ergründen, versuchten, wie Wetter tatsächlich im Organismus wirkt. Aber um nochmal das zu wiederholen, was ich schon früher gesagt habe, der Fokus aufs Wetter, wenn er auch sicher, und ich will nicht in Abrede stellen, dass Ihre Beobachtung stimmt, aber das, der wesentliche Punkt ist, dass die Beeinflussbarkeit des Wetters eine sehr begrenzte ist und dass die Zuschreibung von Kopfschmerzen zum Wetter ein hilfloses Ausgeliefertsein dann vermittelt, und genau das wollen wir, dem wollen wir aber gegensteuern, und dann wird unter Umständen übersehen, wo man sehr wohl aktiv was machen kann. Wenn jemand die Beobachtung mit dem Wetter hat, dann bleibt nichts anderes über, als sich dem hilflos ausgeliefert fühlen, aber das ist genau das, was wir eben hier jetzt am Podium Ihnen versucht haben zu vermitteln, dass es dieses hilflos Ausgeliefertsein nicht geben muss. Vielen, vielen Dank. Danke auch für die interessanten Fragen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, möchte Ihnen aber noch einen kleinen Hinweis geben auf den nächsten Gesundheitstalk. Der findet am 28. November statt, hier um dieselbe Zeit. Das Thema wird sein Antibiotika. Sie wissen, dass die Antibiotikaresistenzen steigen, dass leider immer mehr nach wie vor Antibiotika verordnet werden. Also Antibiotika, Fluch oder Segen. Danke, kommen Sie gut nach Hause.